Face im Video geredet. Ah? Nein. Das? Ja, sag ich. Hallo. Bitte, wer ist Face im Video? Hier spielen, ne? PCS oder was? Ja, weil es ist von dran. Ich hätte schon ein paar Stellen. Ich hätte schon ein paar Stellen an, zu Fending. So, So. Ah, gut. Ich habe mal deinen Namen klein geschrieben, als Passwort genommen und bei Berliner Clan ist es mal Sellus, immer als Team Captain. Mal gerade schon, ob wir schon live sind, ob das schon geht. Ah, sehr schön, das funktioniert. YTS. Servus Jungs, moin. Wenn ihr die C oder so bekommt, Passwort hier vom Channel ist Marcellus kleingeschrieben. Okay. Hast du Streamlink? Ah. Streamlink kann ich euch gerne schicken. Willst du überhaupt? Ja, das war on. Ziemlich gut für mich, ich brauche das alle. BQ Spy Campen. Das ist der. So, naja, mach mal ein bisschen Qualität hier ein bisschen runter von dem Channel. Ne, das ist ja richtig. Ja? Ne, weil du hörst dich schon wieder scheiße an. Ja, hört sich immer gleich an. Naja, immer scheiße. Nein, ist doch gut so. Naja, gut. Mir ist das egal, dann. Naja, mir eigentlich nicht bei dir. Jetzt hört sich aus. Jetzt ist es so. Ja, ist jetzt nur ein bisschen blöd, dass sie sich nicht auf einen Host einlassen. Oh mein Gott, vielleicht sind auch ihre Prinzipien. Wäre zwar wirklich einfacher. And the cracks
begin to show. Wieder zugeflammt von allen Seiten. Marvin? Ja? Kannst du mal kurz den Stream checken? Den Stream, Moment, ja, kann ich gleich machen. In-Game-Overlay schließen. Spiel aktivieren aus dem Community. Na, was ist das jetzt? Also bei mir läuft's. Qualität gut, also machen wir Sound an so. Du darfst mir ruhig mal den Song schicken. Welchen? Den, der vorhin lief. Mode Step oder? Ne, ist ja egal. Den, der vor dem lief, der wahrscheinlich jetzt läuft. Mode Step. Solange der jetzt läuft, nicht gerade 60 Sekunden geht. Aber sind wir so weit hinten dran, dann ist ja gut so. Servus. Hey, wie war das PW jetzt für hier? Das PW hier ist besorgt klein geschrieben. Okay. Weil ich war gerade da oben per Marcellus klein geschrieben. Aber geht es eine Runde. Und die Jungs hatten irgendwie so eine Depri-Stimmung, kann das sein? Ja, das ist so. Hä? Ich wünsche euch wirklich Glück, egal wie es ausgeht. Ja, Freedom! Ja, danke. Nicht vergessen! Ja! Ja, ich versuch, aber ich einfach nur aus dem Spiel heraus. Ja, wäre aber geil, ich würde nichts verfehlen. Okay, ich bin mit euch. Und schick mal allen Leuten den Link, ich mach da unten rein. Gute! Einmal rein, danke. Ah, okay, so. Okay, ich glaube, gut, genau. Viel Glück, Leute. Ja, Mann. Servus. So. Spiel mal super laut. Ja, gut. So. Willst du erstmal sagen, was der meiste Zeit kommt? Ich weiß es nicht, was da jetzt ist. Also, ich kriege hier keine Antwort von Marcellus. Er will nicht, dass ich beide Maps hoste. Ja, wenn ich hoste, ich einfach beide Maps. Ja, weil... Was wollen die nicht? Habt ihr Chat offen irgendwie? Warte mal, kannst du offen sein. Okay, dann gehe ich mal nach oben und dann lade ich dich gleich ein. Okay, gut, bitte. Pelos beschwert sich gerade, dass die Musik scheiße ist.
gehen. Solle mein gerade zu mir, könnten mal Weapon Skins benutzen, wenn wir das nächste Mal streamen. Die Idee ist nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Werbung drauf. Bleibt jetzt offen. Beziehungsweise bist du schon drin. Nenn ich ehrlich gesagt noch einen Cam-Chat drin, ne? Weil ich auch keine Einladung bekomme. Aber wir gehen halt unseren Chat an. Marcelo schickt mir gerade was. Ja, mein lieber Fox, ich habe deine Nachricht gelesen und ich für meinen Teil höre Hardstyle gerade. Also ab, bitte zuerst hosten. Ich hatte die Frage, ob wir erst Knifefront machen oder ob wir direkt mit Skitro beginnen. Wir werden immer dem Attacker-Team scheuen, wenn ich mir das was zum Trinken holen. Oder auch nicht. Jetzt hat mich hier... Wo ist denn Apo? Okay, Marvin, komm rein, ich bin drin. Jo, Moment. Jetzt muss ich eben gerade mein Dings ausschalten, gell? Interface. So, ich bin schon wieder da. Ach. Nein, ich brauch's zum Trinken.
So. Gewusst, dass Vico von Bülow gestorben ist? Bitte? Dann gewusst, dass Vico von Bülow gestorben ist. Sag nicht, du kennst ihn nicht. Also ist mir egal, es geht jetzt los. Echt, es geht los? Nein. Yep. Jetzt ist am Model-Screen schön machen. Oh yeah. Germany's Next Topmodel lässt grüßen. Das ist erstmal ein Opfer. Und der fängt Knife Round. Nein, das scheint erst. Model Screen. Schön, brav, alle lächeln. Was sagst du, Marvin, heute? Es geht unten weg. Maps. Wird schwierig. Da Quiana gut aufs Schedule vorbereitet hat, dann denke ich schon, dass sie es machen können. Unentschieden. Aber zurückgetreten. Aber BLN ist halt bekanntermaßen sehr Schedule stark. Also, mal schauen. So in welchen kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Denn bisher kenne ich nur BCR, die in welchen als Homemap hatten. Was ich vor allem dran finde, ich hab mal schauen, wie sich Owner das ganze Teamgefüge da entfalten wird, sage ich jetzt mal. Das kommt auch noch dazu, ich meine, bei BLN ist Owner der einzige wirklich neue Spieler. Und Aquiana ist halt ein totales Mixteam meiner Meinung nach. Die spielen nicht so arg viel zusammen. Ah, ist das ein Knife-Round? Ja, das ist ein Knife-Round. Weil Ende hier direkt den ersten Fracking fliegen, dass ich auf ihn anschleichen wollte. Mal schon dieses Machen, gehen außen rum. Bei BLN regelt es hier gut, trotz des Niederlag. Ja, das ist. Schön, was fliegt rein raus, ohne direkten Refrack. Ja, BLN will das machen. Ja. BLN hat auch genau richtig gemacht. Sie hatten direkt am Anfang einen Mann verloren und sind dann kompakt gestanden. Erst gemeinsam dann dafür entschieden, Go zu machen. Ja. Oh, Skitro. Als ersten Map dann noch auf BLN-Host und Defense zuerst. Wenn die das gut spielen, das ist dann vor allem immer der moralische Vorteil, der am Ende dann erzählt. Wenn das sie dann 9-3 oder 10-2 sogar direkt holen, unentschieden. Dann könnte das sehr bitter werden. Brauchen wir jetzt keinen Hostwechsel ab? Ist schon Host? Wir schließen uns dann erstmal den Aquianern an und schauen mal an, wie die versuchen, Attack hier zu meistern. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass gegen BLN da viel geht. Also da müssten sich dann wirklich in dieser vorbereitet haben. Obwohl da wirklich starke Spieler dabei, wie zum Beispiel Zumek, der ja bekanntlich als altes Eisen gilt und eigentlich Skitro, das müsste er ja lieben. Die bauen sie auf. Einer Tunnel, zwei Gedanken, aber nicht. Also los, Rolltrack, Spray. Vorwärts, Flash up. Die trotzdem holt man Zellos wichtiger Frack, aber kriegt direkt wieder von Yannick 1.
da drüber nicht. Du hast wieder das 1 gegen 4. Da wird er nicht verlassen können. Auf den Arp oder Trail. Verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Also langsam rangetastet, mal zu schauen, wie die Gegner stehen. Obwohl ich schade finde. Nachdem Marcellus da gefallen ist, hätte Freedom das defensiver spielen müssen und warten, bis wir jetzt nachrücken. Wir haben die Bombe. Aber das hat natürlich zu machen. Wieder einer Tunnel, sei wie lang in der Mitte. Auge direkt lang zu Freedom, vielleicht Marcellus. Kriegt die Konter vielleicht nicht so weiß. Ja. Oh, jetzt kühlt es in der Mitte. Hat ein Aquiana auf Bilang und 12 Facts. Könnten halt durchkommen. Kriegen noch ein sehr schön gespieltes Tipp. Nur noch Marcellus. 4 gegen 1. Oh, 1 gegen 3. Die machen sich davor. Dragon an. Er ist auch mit Klinge, holt sich. Noch Mock und Zumek am Leben. Zumek steht schon ran. Hoffentlich hat er das gemerkt. Ja, aber Mock klärt. Schade. Nachdem er sich ersten zwei geholt hat, dachte ich, da könnte vielleicht noch mehr gehen. Ja, Mock halt mit dem Spray um die Ecke. Da war Marcellus wahrscheinlich ziemlich überrascht. Ja, selber Aufbau wie gerade eben. Ist er versucht, damit er da eigentlich Marcellus mit das zu sprayen. Das ist der Netzschlag. Das müssen eigentlich nicht kommen. Kriegt da fast. Noch liegt noch einer. Stehen sie fast. Ja, stehen sie zu viert in der Mitte drinne. Hier, ich hab gemerkt, da geht zu weit vor, schon bei Kuhn gesprayt. Freedom, man vergessen, dass Marcellus in der Mitte stimmt, auch geholt. Mock kommt zwar zu 0 durch, aber 1 gegen 4, das dürfte er auf gar keinen Fall mehr schaffen. Kommt er nicht. Ja. Und ausgewichen. Hat er einen gehört auf der anderen Seite des Tunnels? Ja, hat er. Ja, jetzt müssen eigentlich die Mates direkt kommen, noch fertig da machen. Aber halten sie zurück, bleiben defensiv. Ja, oh, Marcellus zieht die Position ab und kriegt ihn auch. Aber es ist noch nicht vorbei. Ja, stark gemacht. Man sieht immer, werden in der Mitte hingehalten, kommen nicht durch, dann kommt CDN auf dem Loch dazu und bleibt auch noch rein. Balkon steht meistens auch noch ein Spieler. Und so hat man richtig eingesperrt. Wir müssten da eigentlich schon zu der Situation vielleicht Richtung Tunnel was versuchen. Im Tunnel haben wir meistens nur 5 gegen 1 und 2 auf jeden Fall die Überzahl. Aber trotzdem steht wieder ein langsamer Standardaufbau. Es wird nirgendwo stark gepusht. Drei Mann stehen vor dem Plateau, zwei decken hoch und ab. Einer geht jetzt B lang. Der andere macht Tunnel, gerade Druckstunnel. Wird geholt. Ja, wie lang ist auch full flash? Auf der Treppe steht einer. Jetzt müsste eigentlich Zumek nachziehen, noch an den E-Kasten kommen. Und dann kommt auch auf den Balkon. Und die Laterne kommt noch Fenster. Na, war am Fenster gewesen. Das sieht man halt ganz klar, dieses abgeklärte Spiel von BLN. Die kennen die Map in- und auswendig. Auf Freedom hier vielleicht mit dem Frag. Ja, der Frag schön hat er gemacht. 1 gegen 4, gerade noch 1 gegen 5 im Holz und Rennen. Mock hier mit B-Kisten, wollen sie es versuchen? Ich glaube nicht, dass das so einfach geht, wie er meint. Auf Freedom 1 gegen, das wäre natürlich super, wenn er mal 1 gegen 4 zum Holz würde. Ohne. Oh, schade. Hätte er ruhig umfallen können. War er eigentlich nicht drauf gewesen. Schade. Würde mich als Freund mit dem Spiel vielleicht mehr Spannung sehen als manch anderen. Aber. Was soll ich eigentlich dazu sagen? Oh, Bock, lag dir richtig. Zumek ist direkt Kisten durchgegangen. Steht er schon nach oben? Kann hier Balkon, kann dann abfangen, ja, holt er sich. Das könnte jetzt die Runde, eine gute Runde für erklären, weil sie müssen so schnell zügig nachziehen, weil ich auch Kisten nach oben komme. Viel im Hulchen in der Mitte auch noch schön, Get Skill. Jetzt leben nur noch 3 gegen 3. Marcello steht hier im Spawnhaus mit einer UMP. Ja, Zumek wird hier von Arp auf Balkon geholt. Arp steht da richtig stark auf Belange, wird trotzdem von Mock jetzt noch geholt.
Mock ordentlich am Blut, muss er aufpassen, dass man Zellus jetzt nicht rausschießt, wenn er in der Küche geht. 2 gegen 1. Jetzt müssten sie Belang abdecken und direkt abblenden gehen. Obwohl ich dann Zellus auch durchaus zutrauen könnte, dass er sich durch die Mitte durchzeigt. Mal schauen. Ah! Das ist sogar im Tunnel hinten. Siso hat noch Nades, könnte jetzt eine Cross-Nade schmeißen. Mock muss das Beste sie spielen, macht auch, könnte das Trend treffen. Ja, das stimmt. Schade, war viel zu weit rechts geworfen. Aber Marcello stand auch schon weiter vorne am Aufgang jetzt. Sieht jetzt so, wird aber nicht fliegen, wenn Mock jetzt noch vorne nachrückt. Er muss kommen jetzt, er hat keine Zeit mehr. 30 Sekunden, Siso geht jetzt unten lang, blutet schön aus, Mock hält das oben gut, die Bombe liegt in seine Richtung. Da kann man selbst fassen. Oh, saustark hat's Marcellus. Wunderschön. Wie konnte das denn passieren? Wie ging das denn? Das darf nicht passieren. Sowas das darf auf gar keinen Fall passieren. Also was haben die denn da gemacht? Oh mein Gott. Ich habe aber auch keinen Diffuse gehört, wenn ich ehrlich bin. Wunderschöne Aktion von Marcellus. Da hat er die Eier bewiesen. Ja, jetzt geht's mal schnell durch die Mitte, fühlt sich angeschossen. Dann kommt TDR noch vom Aufgang. Das war's. Tunnelbett auch nicht, go. Kriegt den Hit, müsst jetzt nachsetzen. Er rennt wieder zurück. Na, schade. Jetzt kommt das Ganze wieder zum Stock. Böser versucht schnell mit da den Spieler zu holen, kriegt er aber nicht. Ist auch viel zu weit weg dafür. Mit 4 Spielern auf der anderen Seite immer noch auf ihrer Spawn-Seite und kommen nicht rein. Sie stehen vor einer Wand. Oh, schön von Apo. Kriegt er den dritten auch noch? Oh, nice! Schön von Saison. Lucky, aber trotzdem sehr schön. Man sieht halt, sie stehen da immer wieder mit 4 oder 5 Mann vor diesem kompletten Bereich. Die Mitte geht nicht weiter vor, sie kommen nicht weiter als in den blauen Raum. Im Tunnel kommen sie nicht weiter vor als an den vorderen Ausgang, dann sind sie tot. Und belang sind sie auch bisher noch nicht viel weiter rausgekommen. Das hat Marcel selbst so einen schönen Mann da schön. Er ist da rausgekommen, als wirklich stand, dann kommt er raus. Die haben gar nicht mit belang gerechnet, dann wundert sich auch 2 Fracks, aber bekommt dann wirklich, also. Sieht man auch nicht an den Tagen, wie Siso ihn da weggeschossen hat. Oh, da kommt die Fellnate. Hat er den gespürt, hat er den gehört, hat er nicht gehört. Ja, er musste aber weg, er hat sich fast selber genadet, habe ich das Gefühl. Wenn man gleich sehen. Ja, aber hat gehört, wie der eben runtergesprungen ist hinter ihm. Na, das war gar nicht, guck mal, das war dein Fenster. Da ist ja nichts drauf. Runtergesprungen. Naja. Das ist ja eh überzahlt, dazu hätte er schon nicht geschafft. Okay, das ist natürlich. Ja, schon hat auch dort sei belangt, sei mit in der Tunnel. Ja, hast du wirklich versucht, sie über die Sind noch holt sich immer sehr los. Und fällt direkt. Also, Smack Rock zieht ja nach, keine Chance. Getskill holt sich hier. Den Namen jetzt nicht ausweichen kann im Tunnel. Jetzt der Sensor 1 gegen 4, obwohl ich eigentlich gerade schön in der Mitte geholt habe. Der hätte vielleicht Tunnel abbrechen müssen. Und och, Apo! Apo hier im Glück. Na. Wo ich es halt vorhin noch gesagt habe. Sie kennen halt die Map in- und auswendig. Sie kennen jede Spray-Stelle. Wahrscheinlich ihr Standaufbau sehen. Ja, wenn die Bombe geht mit Belang. So, man versucht den Kiss loszugehen. Oh ne, jetzt down, Balkon down. Ab und zu haben Reflex hier auf Bot. Yannick fällt. Jetzt müssten sie mit über durchpushen, er dürfte jetzt nicht zeigen. Marcellus gibt bestimmt gleich hinten ins Spawnhaus rein. Belang wieder gefeilt. Was ist das? Freedom schön. 4 gegen 2, jetzt muss eigentlich viel direkt pushen. Müsste auch pushen. Steckt immer noch im blauen Raum, der muss viel weiter vorne sein. Ja, da ist Marcellus im Spawn, wie ich gesagt habe. Sumer liegt jetzt hier, jetzt muss dann die Mates nachkommen, das ist ja wohl. Ist doch ein bisschen zu langsam, was wir hier spielen. Na, da fällt er auch, das war jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Genau. Marcellus fällt hier, fühlt die Mannschaft schön durchgeschlichen. Zieht das Fenster ab, da kommt jetzt Skill, aber der ist schneller. Und haben sie es nicht gehört, der war oben Küche. Ah, jetzt kann man anscheinend die Ansage am TS. Sehr schön, jetzt wird geskillt, aber zu 100%. Ah, holt sich den. 1 gegen 3 Situation. Jetzt noch 1 gegen 1. Hat Getskill richtig schön gemacht. Das ist doch blendet jetzt. Jetzt muss er aufpassen, wenn er wegläuft. Der müsste jetzt eigentlich kurz liegen bleiben, warten, ob der Fenster kommt oder nicht. Er rennt direkt los. Ja. Da kommt jetzt Skill. Oi, schöne Reaktion. Das ist im Glück, muss ich mal dazu sagen. GH 6-2. Ein, zwei Runden hätten wir besser laufen können, also ich denke, 3 wäre auf jeden Fall drin gewesen. Aber bei MR8 ist das auch immer so eine knappe Kiste am Ende. Also die Runde gerade eben hätte auch richtig schön ins Auge gehen können. Ja, es wäre mal schön gewesen, so eine 1 gegen 3 Situation zu reißen, aber dann hat man selbst davor schon gut vorgelegt. Aber ja. Ja, auf jeden Fall. Eieiei. Bim, Quickstar, Tunnel, sehr unglücklich 0-8.
Na, geht direkt weiter. Ich kann mir da nicht mehr das Scoreboard anschauen. Jetzt mal schon der BLN-Attack hier besser regelt. Bin ich mal gespannt, was ich hier überlegt habe. Marcello ist hier direkt mit der Bombe, geht wahrscheinlich Mitte. Ja, einer Kisten. Ja, wenn Kisten hochgehen, geht er auch. Was habe ich ihn reinbekommen? Ja, jetzt geht oben, aber Mock hat das Fenster. Steckt er ab. Jetzt fallen noch sein Mock, holt sich noch ihr Apo. Wieso holt man unten in der Mitte Marcellus? Da können wir Marcellus gar nicht. Eigentlich geht er in der Mitte nicht mehr ein. Ja, Nick, jetzt denke unlustig, könnte hier gespeichert werden. Jetzt kommt Tunnel nach vorne, der wird fallen wahrscheinlich. Sieht jetzt auch nicht mehr. Und dann kommt der Full Flash. Nee, den zieht noch Owner. Janik liegt hier immer noch drin, ist von allen Seiten Abschluss genommen. Kriegt jetzt noch einen, aber das war jetzt nur... Wo will er denn hin? Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Mock von hinten holt sich hier den Knife Kill. Mock die Runde sehr stark, hat sich drei Leute geholt. Hätte der Knife getroffen, dann wäre es sogar fast nochmal knapp geworden. Ja, aber gesehen, da stand ja noch... Primär, glaube ich, war es hinten dran. Nehmen ja keine Bombe mit. Drei lang einer Kisten. Ach, was kommt? Apo setzt sich hier wieder ins Kistenheck. Marcellus holt in der Mitte Saison. Komm mal. Das ist Apo gar nicht. Jetzt gilt die Schätze sogar schon im Aufgang drin, ne? Burton auf Wendeltreppe. Ja, aber Mock. Beste Reaktion hier. Apo da mit seiner Gammler-Ecke, sag ich's mal. Kann sich der Zoom-Eck holen auf Belang. 3 gegen 3. Na, er kriegt den Hit. Müsste das noch einer, hat er das gehört? Ah, ist jetzt halt Full Flash. Marcellus geht direkt hoch in diesem Fenster drin. Erobert jetzt das Plateau zurück. 3 gegen 2. Ah, Marcellus hängt jetzt, er muss den oberen Bereich clearen. Für die anderen nachkommen können. Oh, da muss jetzt die Bombe picken. Mal schauen, ob er noch in einem Tunnel steht. Mach das schön, vorsichtig. Bombe erlangt. Schön, kein Sound, man nimmt dann die Waffenmission noch. Das ist auch bitter. Ja, das sieht man schön. Marcellus klärt vorne alles. Oh ne, und Abo ziehen hier direkt hinterher. Das Belang. Abo wartet jetzt natürlich, bis Owner da durch ist. Wir haben halt in der Küche einen gespottet. Oder was unten? Die Zeit wird knapp! Müsste eigentlich Abo hier schon was stehen bleiben und Owner alleine mit der Bombe runtergehen. Während Marcellus hier die Mitte deckt. Ja, Marcello spielt definitiv. Muss er aufpassen, dass da von rechts keiner kommt. Guckt jetzt auch kurz hin. Sehr gut. Oh, da liegt er auf B-Spot. Mock. Mm. Wie dreist ist das denn bitte? Hat er gut prediktet, so wie sie sich aufgebaut haben. Das hat man gut sehen können. Dass B gehen werden. Jetzt muss Marcello aufpassen, dass Mock nicht schlecht. Ah, da ist noch ein B-Spot drauf. Oh, und kriegt ihn. Schön. Schön. 2 gegen 1. Der letzte war doch. Dem Quer-Quer-Quer. Wir haben die Bombe. Ja, ich denke, wenn Mock lag B, dann wird der jetzt schon in die Küche oder Mitte stehen. Marcellus überlegt da, kommt er eventuell von die langen. Ist wahrscheinlich damit richtig mit seiner natürlich Vermutung. Auf dem Rückzugsweg für Apu. Ja, wenn er jetzt von der Mitte kommt, dann sehen sie es nicht. Oh, kommt da vom Tunnel sogar, aber Apu ist zu stark, kommt da nicht vorbei. Für die nächste Runde. Apo im Glück, dass er dann nicht schneller oben auf der Treppe war. Sonst hätte er direkt sprayen können, sonst hätte er nicht reagieren können. Das ist ja interessant. Aus Apus Sicht hat man ihn nicht einmal gesehen. Segnen. Ich glaube, der kam eine schwere Treppe hoch. Der hat wahrscheinlich noch einen Arm von ihm gesehen. Also oh, wir sind Tunnel, hier Tunnel, Tunnel, go. 4-1, lit. Ja, flashen vor, flashen mit dir selber. Das ist ja die Taktik von denen. Und hier ja gemacht. Oh, aber Elmax, ein Triple Frag. Sehr schön. Sehr schön. Ich weiß nicht, und holt sich einen vierten, wird das ein Ace? Runde. Wird das ein Ace? Und da soll ich jetzt noch was tun. Und das, er weiß natürlich, die Runde ist vergeben. Schau rein, und das ist Ace, sehr schön. Sehr schön hier gespielt. Da wollte er den fünften, und nach dem geht er ins Fenster dran und holt auch den fünften. Schönes Ding. Sehr schön gemacht. Fünf Leute hier. Also hier in dem Spiel schon wesentlich mehr Action. Aufbauen sehr defensiv. Mal schauen. Abo-Spot hat noch Belang. Kann er mit der Nate bekommen? Der wird hinter Ventilatorenkasten stehen, denke ich. Ah, oder auch nicht. Das
Marcellus hat hier die Ruhe weg in der Mitte. Halt ein paar Hits aus. Oh, und die fällt. Aber die fällt fest. Aber zum Glück trifft sie nicht. Immer Glück und Glück. Oh, die Fest kombiniert sehr schön. Geht jetzt direkt durch. Macht er sehr gut. Mord kommt da runter, aber Marcellus. Zum Glück hier. Noch einer runtergesprungen, hat er gehört, macht er Free Fire, bekommt den Freedom. Er hätte Freedom auf jeden Fall defensiver spielen müssen. Getskill holt sich hier ab, wo aber auch den Tunnel. Spieler, also ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, es tut mir leid. BMQX, ich weiß es nicht. Ich nenne dich jetzt einfach LMAX, okay? Na, 3 gegen 1. Zumek ist zwar ein starker Spieler, aber ob das reicht. Und er zählt hier ab. Der Kitzkill ist der On-Spot ist. Marcellus wird das tatsächlich von oben noch decken. Aber ungünstige Pläne für Marcellus. Die Bombe wurde platziert. Hat er die Waffe aufgehört? Ja, hat er gehört. Soll er versuchen? Ja. Gut gemacht. Wird geklärt. Also das war ganz eindeutig Marcellus Runde hier. Hat mit der Nate die Mitte geklärt und dann direkt durchgepusht, direkt den Druck gemacht. Dass seine Mates an anderen Stellen durchkommen oder ihm folgen können. Er hat sich da 3 Leute geholt. Er hat sich als Scissor geschnappt, dann noch Freedom. Freedom hätte in der Situation vielleicht einfach auf dem Balkon, ach nicht Balkon, in der Küche sitzen bleiben sollen, nicht runterspringen. Also das war klar, dass er das hört. Aber kann es nicht machen. Ist geschehen. Ah, Marcellus versucht hier im Tunnel einzusprayen, aber da sitzt keiner. Er hat in der Mitte wieder Scissor geschnappt. Die Bombe. Ja, Bombe ist auch im Elektrokasten, das ist noch machbar für uns zu holen. Er hat wieder in seiner Lieblings-Ecke mit so einem Gefühl. Na, versucht jetzt was auf Belang. Soll ich da gefallen, jetzt müssten sie eigentlich direkt nachziehen. Marcellus gammelt hier ein bisschen im Tunnel ab, wartet darauf, dass der Spieler eventuell vorkommt oder sogar ganz weggeht, damit er ungestört durchgehen kann. Wir haben die Bombe. Oh, schade. Abholt sich jetzt Freedom. Jetzt gehört es Bock und dann kommt Marcellus aus dem Tunnel rausgesprungen wie eine Furie und holt sich BMQX. Na, war er total überrumpelt hier. Na, Bombe wird über. Ah, ne, dann. Wir haben die Bombe! Dann ist knapp, die Bombe geht Richtung Tunnel. Jetzt geht den ersten Track ab, um wie lang zu pushen, bekommt damit direkt die Konterflash rein. Und noch eine zweite, weil es so schön ist. Der Mülltonne auch versucht offensiv. Zoomen mit der klareren Position, keine Chance für Apo, aber schöner Versuch. Hier steht immer noch der Zief hinten. Ah, jetzt geht er mit der tiefen Position. Zwischen den Kabelstapler. Oder mit der Art. Er sitzt am Balkon und bekommt aus Zumek der viel zu weit vorne. Aber jetzt hängt die Bombe natürlich ungünstig vom Tunnel. So, halt auch so eine Situation, das willst du als CT nicht erleben. Dass die Ts noch nicht mehr wirklich mehr als 50 Meter aus dem Spawn rausgekommen sind und trotzdem hast du schon 3 Mann verloren. Da ist was falsch gelaufen. Ja, ist jetzt 3 gegen 2, aber wie gesagt, Bombe liegt ungünstig. Aber Marcellus schön, hätte Scissor vielleicht nicht irgendwie vorkommen sollen, lieber die Bombe safen. Mock hat jetzt überleben, da 3 gegen 1, geht über Belang, Owner geht durch die Mitte mit einer Magnum in der Hand. Was er damit vorhat, weiß ich zwar auch nicht, aber mal schauen. Hatte der nicht eine ACR? Der hat eine ACR. Bei Magnum auf Kurzdistanz besser dran. Hat man ja gerade jetzt gesehen gegen Mock. Schön gemacht, Marcellus kriegt ihn nicht. Ja. Jetzt müsste Getskill eigentlich... verrät sich. Aber Mock hat auch hingeguckt. Müsste Getskill jetzt ein bisschen Druck machen, vielleicht mal... Na, zu spät. Müsste es jetzt besser timen. Naja, aber es ist gut, er hat Marcellus wenigstens die Zeit erkauft, dass er am Tunnel rauskommt. Obwohl ich es anders gespielt hätte. Haben sie noch 45 Sekunden. Oh, jetzt steht er ungünstig, Marcellus sieht ihn. Jetzt kann Getskill direkt von hinten von nachsetzen. Hat er schön noch gesehen und... Oh, aber Marcellus holt ihn sich. Bereit machen für die nächste Runde. Schön im Team gemacht. Ja, ohne. Also mit der Magnum gegen den UMP springen, das weiß ich dann auch nicht ganz, ob das dann so intelligent ist. Wir haben die Bombe. Richtig. Hätte er, wenn er eine ACR hat, dann hätte er sich lieber oben hingestellt, auf die Fässer oder sowas bei A,
und hätte darüber gesprayt. Ja, aber ich stehe schon relativ weit hinten. Sag mal, also... Hat er auch schon besser getroffen. Was ist denn mit der Nate hier? Liegt er erstmal total blind. Ja. Hier auch angenadet. Also Sumek holt sich hier Yannick. Jetzt stehen sie drin, jetzt muss Aquiana eigentlich nur noch ihre Position sich machen und warten, und dann haben sie es eigentlich. Sie sollten sich hier nicht zeigen. Marcellus hat da auch irgendwie einen Geist fliegen gesehen, ich weiß nicht, warum er schießt. Ja. Jetzt wieder B lang gefälscht, aber es ist wahrscheinlich ziemlich logisch, dass er da stehen wird. Wenn sie jetzt mal mit durchkommen würden, das wäre ziemlich scheiße. Oh, jetzt. Oh na, jetzt CB lang durch, hat er das gemacht. Hier Sumek mit einer ACR geschnappt. Sumek scheint auch momentan nicht so auf dem Höhepunkt seiner Form zu sein. Jetzt muss Ona was aus seiner Position machen. Er hat eine ACR, warum? Ah, er lügt da seit auf. Er wird auch mal nachpushen und bitte wird die Rechnung bekommt dann direkt. Das ist ja auch noch von der Seite, der viel zu viel rumgesprayt hat, aber... Das hat hier die Mitte frei gemacht. Warum geht er nicht durch? Oder warum tastet er sich nicht langsam vor? 3 gegen 2 jetzt. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal gewesen. Also 5 gegen 3, 3 gegen 2. Jetzt geht er nur noch mit seiner Magnum, nur noch begrenzte Munition. Hat die Bombe. Marcellus kommt hier hoch. Und da ist Marco, kommt der denn? Ja, also, hab das Spiel nicht gesehen, bekommt jetzt aber die UMP. 1 gegen 2. Haben sie meiner Meinung nach schlecht geregelt. Da hätte Marcellus in der Mitte durchgehen sollen oder wenigstens B lang zusammen mit Getskill. Anstatt die Kisten hochzugehen. Die Kisten sind einfach so eine Sache, die hörst du halt wieder Kilometer gegen den Wind. Tja. Aber trotzdem noch relativ gut rausgespielt, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Sie waren auf ja 5 gegen 3 und Bombe legt. Ich weiß auch nicht, was Aquiana gemacht hat. Aber Aquiana hat natürlich 2 gegen 1. Jetzt müsste eigentlich einer undefuse oder durchziehen. Der andere müsste einfach nur noch B lang decken oder Kamera. Wo er hinzielt, weiß ich auch nicht. Sieht jetzt hier ein. Aber was machen die denn da? Also kein Team jetzt drin. Jetzt haben wir nur noch BMQX. Versucht jetzt zu holen und schön gemacht von Getskill. Hat sich BLX die Runde schön noch zurückgeholt. Aus 5 gegen 3 holen sie die Runde noch. Hätte vielleicht nicht sein müssen. Ja, oh, na, hier 2 gegen 1 Situation war vielleicht ein bisschen unlucky bei dem ersten. Wir haben die Bombe. Ja, war es auch, aber mich wundert hier, dass Aquiana sich nicht geholt hat. Der Marcellus pusht hier direkt in die Mitte, geht hoch. Geht nicht hoch, steht nur nicht hoch. Vorm Aufgang. Muss er jetzt kurz chillen, muss er vielleicht warten, ist vielleicht noch ein Mate nach Mitte dicht. Da kommt das Support von Getskill. Wenn er jetzt ins Loch deckt, zieht jetzt wieder nach. Also der deckt auf einen also, dermaßen ungünstigen Winkel, genau. Das ist nicht mehr schön. Das ist total scheiße, was er hier macht. Also, es gibt ja nicht solche Worte hier. Ja, komm, ganz ehrlich. Also, kein Support für Marcellus, was ist das hier? CDR ist hier mit Sphären in der Mitte machen, aber Marcellus sitzt immer noch in seiner Blume fest. Was die neue Stange, wa? Die Stange kommt nicht dran, also. lass die Stange da raus, bitte. Ah, wo guckt nicht auf, weil Komet auch geholt. Marcellus ist jetzt Aufgang hochgegangen. Hat er schön gewartet, gemerkt, weiß keiner mehr. Aber oh, Balkone angesteckt, Fensterraum, das war es dann auch. Das war Überzahl. Das war aber schön gespielt von Marcellus, aber da hätte sein Team viel schneller nachkommen sollen. Doch, was war das denn? Die Welt ist ja fast verdurstet auf dem Weg. Jetzt drücken sie Mitte auf einmal vor, wenn Marcellus schon tot ist. Ja, Nick lädt hier nach, läuft voll in Mock rein. Doch Ona gegen Sumek und Mock. Ich würde Ona zutrauen. Er ist ein aimstarker Spieler, definitiv. Die Runde. Er hat den selbst richtig gesehen. Die Zeit wird knapp. Ja, nicht zwangsweise. Wenn er jetzt stirbt, dann ist die Runde verschenkt. Das hätten sie in der Mitte wesentlich stärker lösen können. Ja, die kamen ja dann auch verspätet, nachdem er selbst tot war, nachdem er dann mit der Terror gemacht hat. Dann haben sie gemerkt, oh, es ist heiß. Ona, holten sich schön. Zoom, jetzt lebt noch Mock. Mock springt Mitte runter. Hat er gehört. Geht jetzt direkt zurück. Also ich weiß auch nicht, warum Mock da die Position aufgegeben hat. Der ist irgendwo runtergesprungen. Ich denke jetzt mal von der Küche in die Mitte rein. Eigentlich mag ich jetzt einfach eine Mülltonne beim BSA dann gesehen, oh, geht noch viel, aber holt sich noch. 5-3. Ich hätte auch gedacht, dass Mock wahrscheinlich eher wieder zurückläuft, wenn er nicht so früh kommt. Ja, aber Mock hat einfach die Geduld. So eine
5-3 GH, jetzt haben wir den ersten Zwischenstand. Das ist jetzt... Sehr starke Hälfte hier im Mock. 14-5. Auf jeden Fall, aber leider ist das Team nicht abgezogen. Also von Zumek hätte ich definitiv mehr erwartet. Unentschieden. BMQX hatte eine Runde ein Team Ace mit 5 Leuten und dann noch einen geholt. Schade, aber was willst du machen? Na gut, Belang ist halt auch ein bisschen undankbare Posi. Ja. Vor allem gegen einen Clan wie BLN, der wirklich viel über Belang aufbaut. Sizzle wird das wahrscheinlich hosten. Ja, komm ich, sehr schön. Scobot haben wir da jetzt nicht mehr, schade. Die haben jetzt 6-2 und 5-3 gespielt, also 11-5 Führung für BLN. Dann bin ich mal gespannt, was Aquiana hier auf Invasion auspackt. Also auf Defense hätte Aquiana definitiv mehr Runden holen müssen. Das war eigentlich schon fast verpflichtend gewesen, aber so kann's gehen. Hat sich BLN immer schön rangekämpft am Ende, aber das ganze Spiel hat so ein bisschen auf mich ein bisschen chaotisch gewirkt auf Skitro. Da waren so keine klaren Strukturen drin. Das Teamplay hat auch öfters gefehlt, das hat man gemerkt. Skitro ist halt so eine Map, die können alle ein bisschen, aber wenn es dann mal ein Team wirklich richtig lernt, die Map, richtig sich reinhämmert mit was weiß ich was für einen Vorschlaghammer, dann können sie die halt nochmal deutlich besser. Obwohl man es manchmal gar nicht glaubt. Aber es ist halt einfach dieses abgeklärte Spiel, was BLN hier auspacken konnte, und es bringt halt hier die Führung. Ja. In Aiming technisch, bis auf ein paar Luckshots und ein paar richtig starken Aktionen, sind sie hier relativ equal, sag ich. Ein paar drücken ein bisschen mehr, ein paar ein bisschen weniger, aber ansonsten. Mal schauen, ob das Invasion was wird. Invasion wird ja auch nicht so häufig gespielt. Ja, da kommt hier wohl der Letzte nicht mehr rein. Wer fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt noch BMQX von den Aquianern. Deswegen, also ich wäre dafür, dass generell vor allem bei Matches, die gestreamt werden, einfach auf neutralem Host gespielt wird oder einfach der schlichtweg der mit der besten Leitung. Auch wenn es vielleicht teilweise unfair sein könnte, aber... Naja gut, ich denke, mit der besten Leitung wirst du nicht hinkriegen, aber zum Beispiel neutraler Host, ich habe mich ja selber schon angeboten, das wäre halt das Beste gewesen. Und wenn 12 Leute sind sowieso in der Lobby, wir beide als Caster und die 10 Spieler, du castest, du hast sowieso schon einen Upload wie noch was und ich dann halt als Host. Würde perfekt funktionieren, kein Ding. Bei mir kommt sowieso immer jeder rein. Ja, verstehe. Jetzt haben wir nämlich dieses Desaster hier, jetzt kommt ein Aquiana nicht rein, jetzt wird wahrscheinlich jetzt das komplette Spiel neu geschaltet werden und muss ein Wire-Upload gemacht werden. Nochmal neue Model-Screens, etc. Das ganze Taram da drum und ja, das ist jetzt einfach nur... Währenddessen können wir schöne Grüße an uns holen, an unsere Zuschauer, die hier teilweise zu 10 im TS hocken, habe ich gerade schon gehört. Ja, und dieses Mal haben wir leider weniger. Also ich glaube, wir hatten jetzt gerade mal ein bisschen, fast 90 Viewer. Fast 90. Ja, also alle, die jetzt momentan noch gucken, ihr könnt meinen Link ein bisschen rumschicken. Würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Leute dazu bekommen würden. Aber gut, ist halt auch nur ein Ladder-Match, muss man dazu sagen. Genau, nächstes Mal tun wir das Match einfach ein bisschen früher ankündigen, übertragen. Ja, das wäre lustig gewesen. Ich hätte mich nämlich gestern erst angeschrieben und BLN wusste erst seit 7 Uhr heute Abend Bescheid. also richtig dreist, aber. Da bin ich ja froh, dass ich es gestern noch erfahren habe. durchaus. Na, jetzt warten wir immer noch auf den letzten Spieler. Ja. Bitter. Ja, jetzt kann ich mal kurz schauen hier in den Chat, ob da irgendwas geschrieben hat. Hoppala. Ah, da ist er der Letzte. Es kann weitergehen dann.
Sehr schön. The more greetings to our English listeners and viewers. Hopefully you like our stream and our sexy German voice. Warten. Ah, jetzt geht's los. Ziemlich mal gespannt. Da wären wahrscheinlich zuerst auf der Defensivseite. Was mir jetzt ernsthaft interessieren würde, ob sich BLN hier auf Invasion vorbereitet hat oder nicht. Und dann könnte das sogar ziemlich schnell vorbei sein. Okay, ob vor greift hier an. BLN greift an, Agena verteidigt, das war eigentlich klar gewesen. Aber dann passt mal bitte. Ja, darfst du mir jetzt natürlich sagen. Ich frag sofort nach. Marcel, das funktioniert mal los, nach dem Hedet sich ja was selber. Schreib's mir an. Fuck Freedom. Freedom ist jetzt schon gestorben. Scissor fällt auch noch. Marcel, das holst du ja noch Zoomac. 2 gegen 5. Oh, Marcel, das ist wieder Planten, sieht aber BM4X. Jetzt noch Mock auf A-Lang mit der ACR, holt sich hier Get Skill. Man soll das Flash direkt rüber, müsste eigentlich einfach mal den Plant mal durchziehen, dann müssen sie den Spot noch saven, dann war es das schon gewesen. Owner zieht ihn nach hinten ab. Yannick müsste jetzt eigentlich auf A-Lang gucken. Owner deckt nach hinten, warum guckt er eigentlich auf A-Lang? Ja, jetzt kommt da hinten. Und Apo holt sich ihn. Bereit machen für die nächste Runde. Eins mal. Ja, das hätte ich so jetzt definitiv nicht erwartet, dass BLN hier direkt die erste Runde so los abdreht. Wir haben die Bombe. Das ist natürlich schwierig für Aquiana, das ist ein kleiner Schock gewesen. Okay, ich wurde die Puppe, bleibe B lang. Also der R wird hier nämlich von der Mitte aus gespottet. Ah, leichte Kopfschütteln, ärgert sich. Jetzt geht er, bekommt dann KP durch die Wand. Muss er aufpassen, hat ihn. Und dann kommt Mock und holt ihn. Oh, jetzt steht Aquiana schon wesentlich kompakter als in der ersten Runde. Ja, man hat es ja keine Chance, du merkst das herrlich in der Mitte ab, auch Videothek auch. Owner liegt hier einfach nur rum. Schulter rum, sieht einen Gegner. Nur schießen muss man nicht, warum ja auch. CDR fällt noch, jetzt haben wir nur noch Apo und Owner. Gegen 5 Aquiana. So, sieht ihn jetzt schießt da. Recoil bis zum Mond. Wechsel Seite. Apu rückt hier über Ruinenfels vor. Hat jetzt gehört, der Maskott auch noch holt sich hier Scissor. Oh, schön gesehen von Apu. Jetzt kommt der Go auf den Spot. Oder wird er gleich rüberziehen? Hat er schön gesehen von Apu. Kann er aber nicht rüber. Das ist natürlich auch die Welt nicht mehr. Schön gemacht von Mock. ACR Port sehr gut fein. Aber also, warum Owner noch rumgeht, verstehe ich nicht. Hätte er vielleicht lieber deckt bleiben sollen, aber ist natürlich auch schwierig. War eigentlich schon fast naja, wenn er angefragt ist, war schon fast rum. Eine Hitte gereicht. Da wieder bin drei Leute auf Belang. Zwei Leute in die Puppe rein. Ohne. Dafür ist die Puppe hier, macht Owner hier. Vor, B ist aggressive. Mock hier mit seiner ACR einfach über. Wunderschöner Frag. Was will man dagegen tun? Ja, keine Chance. Absolutely massive. What can you do? Oh, und er hat jetzt hier einen auf B gesehen. Der wird wahrscheinlich hinter dem roten Auto wird stehen. Apo relativ weit in einer guten Position. Hat er eigentlich einen guten Blick? Och, nee, das wäre jetzt fast in Hose gegangen. Ja. Oh, jetzt stehen sie da. Sieht da keinen, ne? Ja. Also, super cool für Yannick. Jetzt kommt Freedom vor, holt hier noch Marcellus. Ona hat schon noch Scissor geholt, aber 4 gegen 2, das dürfte eigentlich nichts werden. Wieder Apo und Ona am Leben. Auf wie lange, die stehen da und sehen die ganze Zeit nichts und überleben deswegen auch die ganze Zeit bis zum Ende.
gegen 2. Ich könnte jetzt wetten, dass Mokka wieder hinten mit seiner ACR steht und darauf warten, dass sie sich zeigen. Ja. Oder, ja. Jetzt deckt halt keiner nach hinten. Ich warte nur drauf, dass einer ins CD-Shop kommt. Apo. Oh, schön gesehen, hinterm Panzer. Ja, da kommt Freedom. Schon vor. Ich würde okay. jetzt warten. Oh, nee, kommt sogar vor. Traut sich das sogar. Schön gemacht von Freedom. Wo war Mok? Wo war Mok? Ja, Mok stand in der Mitte mit seiner Arzt. Er hat wieder den Durchgang geschaut. So, Freedom ist mal dreist nach vorne gesprungen. So kennt das von ihm. Da traut sich auch nicht wieder gegen Apo, um 1-1 auszutragen. Wir haben die Bombe. Jetzt gehen sie mal zu dritt. Über die linke Seite, über Café. Ja, Owner nadet sich derselbe oder sein Nate. Also, Owner scheint definitiv nicht die Leistung abzurufen, die er normalerweise abrufen könnte. Schade für ihn. Oh, okay, jetzt geht er mit dem UMP. Will er ein bisschen rumspotten, ein bisschen Scope spielen. Aber wenn er da hinten mit der UMP holen will, da frage ich mich auch. Ja. Direkt eine Flash, ja, noch eine Flash daher, da kommt der bestimmt raus. Hat er da hinten irgendwo hingeschossen? So, jetzt könnte er Go kommen. Apo Smoke in der Mitte. Ja, ihr könnt über die Bibliothek gehen. Oh, dann müsst ihr jetzt eigentlich umziehen und links die Flash und die Mauer schmeißen auf Mittelpanzer. Macht er nicht, er sitzt lieber rum. Er geht jetzt zurück, wird jetzt noch angesprayt, das dürfte früh sein, dass er auf D steht. Oh, Yannick hat schon im Café, aber da wird einer zielen, der dürfte jetzt nicht rauskommen. Direkt vorm Café steht, da hat er auch gehört. Ja, schön. Holt sich Freedom hier. Und dann kommt er wieder in der Mitte. Switch. Einer Switch. Antinated. Switch down. Schön von Getskill. Kann den dritten noch bekommen? Der ist links von... Ah, nein. Das war mein 3 gegen 1 Situation. Ja, jetzt müssen wir eigentlich in Getskill. Wo will er hin? Rennt auf B. Mock mit seiner ACR, will die hier am rumfetzen. Mock der ACR. Killer. Apo deckt nach hinten, sollte sich nicht zeigen, nicht gegen eine ACR, nicht gegen Mock. Genau, legt ja schon definitiv da hinten rein. Jetzt geht er so weiter nach hinten. So weit will ich jetzt auch wieder nicht gehen. Ja, ja, wieso? Ich meine, das ist jetzt eigentlich die Safe Round. Geht hier alles, genau. Mach das Safe. Ich dachte, er will jetzt Videothek oder sowas reingehen, dann switchen oder so. Ich darf mich auch mal irren, danke. Ja. So, Apo, oh, schön ist er eben. Und ach, gut gemacht, Team. Das hat jetzt leider nicht gesehen, was ist passiert. Läuft er wahrscheinlich direkt an ihm vorbei, oder? Da schaust du nicht hin. Schaust du nicht hin. Och! Darum läuft. Ah, ja. Schaust du nicht hin. Nein, schaust du nicht hin. Mock, aber auch wieder mit der Marke. Ich verstehe nicht, warum alle Leute immer statt den Marken der ACR verziehen. Also, ich hätte lieber eine Fordert mal schaffen dann. Jetzt mal Feuerkraft. Wir spielen hier einfach mal Diegel. Da machst du sowas nicht. Ja, genau. Boah, Marcello sagt es noch an, wie jetzt in der Mitte eine Smoke, dann gehen wir durch. Hat er schön, das war eine schöne Taktik. Apo Smoke jetzt noch auf B. Auch schon auf, pass auf den B-Spot drauf. Ja, jetzt können sie ruhig mal rumziehen, jetzt könnte jetzt hinten rumgehen. Marcello muss jetzt in der Mitte eigentlich nicht vorgehen. Kann jetzt eigentlich jetzt schön. Denn Aquian ist ja schon. Oh, jetzt fallen sie aber wie die Fliegen. Bereit machen für die nächste Runde. Zack, 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 und dann ist die Runde auch schon gegessen. Team Ace. Ah, oh, was schön gemacht, ja. Sehr schön gemacht. Lässt von neben der Mitte ab und zieht direkt auf den anderen rum. Wir haben die Bombe! So, was sehen wir jetzt? Wahrscheinlich wieder denselben Aufbau. Apo ohne Belang. Ja, man merkt schon, die haben das gut. Also Freedom kann sich hier. Zwei Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, was Getskill jetzt gemacht. Aber ich glaube nicht, dass Freedom rauskommt. Glaube ich einfach nicht. Freedom, ziemlich intelligenter Spieler, aber auch ziemlich dreist. Holt sie noch Apo? Hätte noch zwei Leute. Hätte ja schon drei Leute geholt. Die Runde ist eigentlich safe. Oh, könnt ihr noch Getskill holen? Macht er sehr schön, Freedom. Sehr schön. Sehr schön. Das ist Freedom. Das ist richtig, einfach nur richtig dreistes Gameplay. Das sieht man gerne. Könnt ihr noch einen Owner holen? Dann müssten sie eigentlich wissen, dass das Owner wie lange. Oh, schade. Hol dir, Junge. Oh, und er springt. Ach. Parteiisch Arschleck, ne? Ach, also, wenn er sich schon die Leute geholt hat, dann gönne ich ihm das Ace auf jeden Fall, oder? Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn Owner jetzt auch noch alle 5 Leute holen würde. Also, so, rennt hier blind rein. Da unten ist doch der Nächste. Er kann nicht nachladen. Und holt sich Freedom, oder? Da sind jetzt zu Frank, geil. Jetzt besiegen sie das Ding alle. Ah, schade, Freedom.
Ja, war zu leicht, denkt er, noch hinterher reinzugehen. Hat er gesehen am Twitch, dass er natürlich gelaufen ist. Ja, holt sich den dritten. Die drei. Oh ja. Ja, Janik, die Nummer 4. Wenn er sich die 5 holt, wäre so schnell. Da wird sich Aquiana richtig beißen. Das wäre jetzt ja schon fahrlässig, was die hier abziehen. Jetzt Owner ganz ruhig. Dem muss jetzt auch das Herz pumpen wie noch was. Ach, ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz abgeklärter ist. Nee. Wenn du sowas holst. Oh, jetzt guckt er nicht hin, wird von der angeschossen. Trifft aber nicht Mock. Mock eigentlich stark. Er hat die Eier, er rennt durch den Schuss. Oh, er stellt sich ja noch hin, jetzt verhöhnt er ja schon fast hier. Die Bombe wurde hat er gesehen. Schön. Ich werde natürlich verhöhnt, Aquiana, nicht mehr. Oh, sehr schön, sehr schön. Brandon bekommt, kriegt gut hin. Beide haben ordentlich Hit. Er hat noch eine Fläche übrig und noch mehr als genug Schuss. Es gibt nur noch Mock. Der sieht das an den Füße. Den bekommt er. Das ist ja jetzt mal sensationell. Sehr schön. Das ist ja wohl mal sensationell, was jetzt auch nicht abgezogen hat. 5-1. Also auf so kleinem Raum vier Leute geholt. Richtig sensationell. Richtig, ja, also gleich ich sehe, der Junge ist jetzt. Jetzt ist er warm. Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass er nicht auf seine Leistung bringt, aber jetzt haut er richtig ab hier. Da wünscht man sich gar nicht als Broadcaster. Das Spiel ist jetzt richtig interessant, auch wenn es vielleicht ein bisschen einseitig für BLN verwirrt. Das ist jetzt eigentlich gleich schon das PG, wenn ich das sehe. Adriana hier mit den First Frags. Ich würde mich jetzt mal hier mal freuen, wenn jetzt Aquiana schon spielen würde. Ich möchte nur zu gerne sehen, wie Aquiana jetzt mal versucht, sie zu attacken. Also bitte nicht gleich GG schreiben und leaven. Das würde mich jetzt wahnsinnig frustrieren hier. Boah, was macht Honor also? Wir sind noch angegangen. Hab ich mir auch gerade gedacht. Dabei hat die zumindest mal spocken können. In der Unterzahl-Situation. Sie müssen aufpassen, was sie jetzt tun. Ja, da wird ordentlich ins Kassel reingesprayt. 3 gegen 2 und Janik, keine Chance. Hat alle Flash in der Hand gehabt, dem Tür X muss nur noch drauf hauen. Also das geht doch schön daher, 2 gegen 5. Ono und Marcellus, gerade eben haben wir es gesehen. Ich denke, Aquiana wird den Fehler nicht nochmal machen und so drauf rennen. Oh. So, Ono hat sich damit der Chance, das 1 gegen 5. Den ersten holt er sich. Hat dann auch viel den Tod. Ach, schade, das wäre auch zu schön gewesen nochmal für ihn. Aber das lässt Aquiana nicht nochmal zu. Oh. Zieht er sich nochmal gut dran, als wäre jetzt fast in meine Hose gegangen. Das ist nein, fast schon drin gesteckt. Owner, ja, will er nichts machen, okay, auch gut. 3B lang, einer A lang, einer. Oh, Marcellus hinter das Scope, das sieht man auch nicht alle Tage. Vielleicht mal zuschauen hier. Ja, Mock wieder hat seine ACR gegriffen und teilt da wieder aus auf Erlangen. Marcellus hier mit der Scope in der Mitte. Ja, ja. Na, gibt da keinen. Ja, das ist Marcellus auf Scope, ja, okay. Da kommt um die Ecke und kriegt direkt von Freedom eins drauf. Richtig bitter, oh, voll, oder? Oh, oh nein, die Position hat er gern. Holt sich hier den ersten. Das werden sie sich nochmal spielen. Das ist ja ein richtiges Déjà-vu jetzt. Es darf nicht einmal klappen. Da sieht man so, da kommt kein Gespy, da kommt nichts. Das hat dann rechts auf dem Panzer den Spieler gehört, denke ich jetzt mal. Sieht jetzt erstmal nichts. Ja, jetzt dürfen sie aber auch nicht draufgehen. Auch wenn er geflasht war, dürfen sie nicht draufgehen. Wäre jetzt fahrlässig. Ja, und Mock ganz abgeklärt mit seiner ACR 44GH. Der steht auf dem Panzer, oder? Stand der? Na, ja, der stand der auf dem Panzer. Oh, hat er schön. Sehr schön gemacht. So muss man das machen. Stell die Seiten abklären, dann einer guckt mal oben rein. Ja. Von der Safe-Position. Hier, oh, na 10 zu 5. Und davon 5 Leute in einer Runde. Also 1 gegen 5, Respekt. Vor allem gegen einen kleinen Aquiana, obwohl das ja schon wirklich fahrlässiger, wie die da reingerusht sind. Wenn man sich das mal so anschaut, wenn man jetzt die 5 Kills wegnimmt von der einen Runde, dann ist BLN quasi equal. Wir haben 3 Leute, 5 Kills. Ach, die lassen auch nie Zeit, hier das Scoreboard anzuschauen. Das ist aber richtig, richtig dreist hier. Die machen, während beendet wird. Tata. So, das wird jetzt ein Schläger haben. Ich glaube, können sie das noch gewinnen? Wir haben die Bombe! Ne, das können sie gar nicht mehr gewinnen. Die liegen 9 Runden hinten. Ja, jetzt ist Ende beendet. Aber trotzdem nicht. Quatsch.
Also nee, guten 8. Nee, ich hab kaputt an der Tilde. Das war jetzt mein Fehler. Ich brauch noch eine Runde für Tor. Und was macht Marcellus denn da? Der liegt da auf dem Kopf, ganz dreist. Zu McFeel zu spät, springt der runter, holt sich zwei Leute. Wie dreist ist das denn? So Aktionen bin ich eigentlich bis jetzt nur von Freedom gewöhnt, dass der sich einfach irgendwo hinlegt. Ja, Mock hier, ACR Power. Sind jetzt schon durch. 2 gegen 2, Ona und Marcellus. Seit in der ESL, dieser ganze Kram ist mit den Konflikts und allem drum und dran, und jetzt hoffe ich doch mal, dass alle clean spielen. Seither sieht man mal wieder die ACR. Ja. Mal aufgepasst, unglaublich, da war keine ACR, während die ganzen Konflikts unterwegs waren, war keine ACR mehr zu sehen. Und jetzt sieht man das Ding auch mal wieder. Und nicht sehr schön. Teilt mit dem Ding auch richtig brutal aus. Da will genau. ich nicht auf Entfernung gegen den stehen. Geht in der Mitte zum Ex-Zumeck, springt hier durch, aber Ona setzt gut nach. Mock sieht ihn und pratzt da direkt drauf. Oh, da kommt dann Zeit überschreiten. Das könnte natürlich bitter werden. Wer natürlich den Drake fordern, sollte BLN auch geben, fairerweise. BLN muss jetzt nur die Runde gewinnen, haben schon davor. Mock ist wahrscheinlich unter extremen Druck hier. Fällt jetzt, okay, noch eine Runde für BLN Win. Drake wäre jetzt ja wohl rechtfertig. Machen sie nicht. So ist es schon. Wir haben die Bombe. Ach, der Ham! Ob sie den jetzt schon aufgeben haben, weiß ich natürlich nicht. Könnte sie auch sein, aber. Eigentlich traue ich dann gerne dazu, dass wieder stark genug sind, um sich da nochmal rauszukämpfen. Schöner Fecke von Freedom gegen Apo. Mock hole ich auch noch einen. Jetzt war mit dem UMP ausnahmsweise unterwegs, hat er seine RCR gelassen. Ich hab euch angefragt. Leider im Café 1 davor, Sumek holt sich hier Yannick. 4 gegen 2. Oh, Get Skill hätte Mock haben müssen. Aber Freedom holt hier den Refact. Jetzt einfach Plant und Spot dicht machen. Dann sollte nicht mal ein Owner da rankommen. Keine Technik im Gras hinten, ab oder Mitte. Na, jetzt macht's Freedom. Kommt ihr durch die Mitte? Irgendwo Mittelpanzer? Oder? Bibliothek sogar? Wem kriegt ihr einen Flash-Hit? Ich weiß aber nicht, wo Ona jetzt steckt. Das liegt auf einmal auf den A-Spot. Ja, holt sich einfach mal so weg, aber. Also. Bereit machen für die nächste Runde. Kann ja einfach mal problemlos auf den A-Spot draußen ein bisschen um sich ballern, Gegner holen. Das ist doch hier mit der Ruhe schlecht, zünden fleißig an. Aber haben wir die Runde geholt. Hat er aber schon was irgendwie von so einer Verzweiflungstat. Einfach rausspringen und beten, dass du was triffst. Tja. Würdest du mir bei der Gelegenheit. Würdest du dann eine 5 gegen 1 lösen in dein Fest? Ich würde mir eine Granate ziehen und mich in die Ecke stellen. Tja, siehst du mal. Das ist der Unterschied. Oh, Mocker, das war so halbherzig geschmissen und nett. Ah, aber setzt gut auf. Ach, aber Apo steht auch noch an der Mitte, holt sich denn Apo mit dem zweiten Fecker gegen Sumek. Jetzt sehen wir noch 2 von Aquianern, die immer noch nicht wieder komplett sind. 3 gegen 2 finde ich aber auch richtig stark, dass die weiterspielen und nichts sagen. Get's. Oh, das ist die entscheidende Runde, nur noch Sisse am Leben. Das heißt, jetzt würde mich sehr hier für Aquianer freuen, wenn du die Runde noch holst, aber Fullfresh, wenn du das gut nachsetzt, ist er tot, da ist er auch das tot. Ona kommt her, das ist das GG. Mich würde freuen, wenn sie weiterspielen würden. Ja, sie spielen weiter, so finde ich sehr schön. Wir haben die Bombe. Der Stelle auch mal Grüße an das alte Infamous Team. Vielleicht übertragen wir auch von euch mal wieder ein paar Spiele. Zumek und Freedom, egal. Aquiana hat hier am Ende noch geschlagen. Weil, aber Mock, was macht Mock hier? Der rastet total aus. Ich glaube, die dritten kriegst du auch noch. Ja, es liegt da nicht, dass du könntest. Ah, oh, er ist schon zu weit nach hinten. Es geht zu weit. Da nach, jetzt rum. Oh, er ist schon weg. Weg, einfach weg. Freedom hier, Kontakt auf B. Ja, schade, Marcellus. Okay. Ja, es ist so. Zeigt mir, dass er arglos gilt. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die mit der Bombe jetzt einfach nach B nachsetzen. A war ja eigentlich schon erobert. Die stand jetzt schon auf A drauf.
Zack sieht ihn nicht links über sich im Bild. Jetzt kommt dieser von hinten drauf. Was ist das denn? Das kennt sie ja gar nicht. Ah, schade. Was hat ich jetzt vertippt? Ah, kriegt er nicht hart. Die überlegene Position müsste jetzt eigentlich. Müsste schon, dass ans rote Auto kommt, dann vorflasht, dann versucht zu pushen. Alles andere wird das nichts. Wir lebten jetzt noch. Owner noch, ja, der ist. Eigentlich abgeklärt genug, um das zu selben. Bombe liegt natürlich jetzt natürlich sehr ungünstig für Scissor. Er hat noch eine Flash, müsste jetzt mal einsetzen. Macht er nicht. Vorflash mal vorarbeiten, sich in den Panzer legen. Ja, aber Owner arbeitet mit der Flash. Scissor nicht ganz extrem geflasht, aber es hat wahrscheinlich die Position gewechselt. Könnte jetzt schon Switch oder hinterm Käfig kommen. Oh Gott. Scissor spart den Nates auf und das kommt ihm teuer zu stehen, verlieren die Runde. Aber es ist noch nicht vorbei. Leute rushen hier richtig durch. Zwei dann in den Kassier rein, da ist Mock schon direkt drin. Nate wieder hinter den Panzer. Könnte das Death Lord? Oh, natürlich schon hinten rum. Apo steht da saustark in der Mitte. Wird er von Sizzle geholt. Und macht ihn natürlich nicht. Das dürfte ohne da hinten drin sein. Kriegt ihn leider nicht. Da kommt BMQX wieder rein. Leider viel zu spät für sein Team. Auch wenn er natürlich nicht dafür konnte. Die begeben sich jetzt in die Mitte von der Map und sind halt dann einfach umzingelt. Ja, Marcellus und Janik hier, ACR, Power hauen sie raus, keine Chance. So wie sie da im Café gestanden sind, da waren zwei in der Mitte, einer auf A lang hin und einer war im Sniperhaus drin. Da sind sie komplett umzingelt. Ja. Aber gut, halt deren Taktik, Bombe lassen sie wieder hinten liegen. Ja, ja, jetzt aber wieder die Information, die sie da hatten, war das meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Du bist in der Mitte drin zwischen allen. Jeder da verschiebt auf kurzem Weg zu dir. Oh, dann ist auf B, jetzt sind das Kriegsmeck. Deck ist halt ab, leider viel zu weit rumgezogen. Apo und Owner kommen beide vom B jetzt wahrscheinlich. Ja, Apo holt hier doch noch Mock. Sind doch Scissor und BMQX. Eben. Apo geht unsicherweise ins Café rein. Janik holt sich sogar den Reflex Scissor. Kann sich damit Janik wiederholen. Was war das denn? Das sah sehr lecky aus. Scissor hier gegen Ona stark gespielt. 1 gegen 2. Kann das holen. Wäre schön für ihn. Auch wenn sie schon verloren haben, geben sie sich hier nicht auf. Hat er gut gedacht, jetzt geht hätte er defensiv bleiben müssen, vor allem in einem 1 gegen 2. Jetzt hast du noch Marcellus. Natürlich jetzt undankbar für ihn. Fuck, wo ist Marcellus hin? Ich denke, er wird Mittelpanzer stehen. Mittelpanzer hat überlegene Position. Na, steht er nicht. Theoretisch schon. Praktisch könnte er aber auch schon im Kaffee drin sein. Wenn sie beide pushen wollten? Hätte durchaus sein können, aber es widerspricht eigentlich der Logik. Natürlich könnten sie jetzt offener spielen, haben ja schon den Sieg in der Tasche, aber. Man will sich ja trotzdem noch gut repräsentieren. Machen sie ja auch. Ich meine, ich stehe mit 4-1 vorne. Klar, aber das war trotzdem. Es wäre jetzt unnötig gewesen zu pushen. Sie haben nicht verstanden, warum jetzt Gilda so vorgegangen ist. Klar wollte dann Frag kommen, weil er dachte, er kann von hinten holen. Aber Scissor ist natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen, sage ich mal. Trotzdem, wo ist Marcellus? Der ist hier wie vom Erdboden verschluckt. Lieblingssituation: eine One-on-One-Plan. Oh. Geht jetzt einfach oh, da kommt er! Und hat falsch gepokert. Der springt da rum! Er hat einfach gepokert, dass er jetzt nicht kommt. Dass er von vorne kommt. Der hat halt Pech gehabt. Mein Gott. Das ist One-on-One. Eieiei, 5-1. Das wird schon. Ich würde jetzt nicht peinlich sagen, aber das ist schon bitter. Naja, ich kann's verstehen, ich meine, Bergliana ist auch raus irgendwo. Na, sie reißen, also ich finde schon, dass sie gut noch spielen, aber die verschenken halt teilweise Situationen. Yannick holt sie direkt die ganze Zeit müde mit einer Art, das darf eigentlich auch nicht passieren. Ich will jetzt hier Mittelpanzer näden, aber Apo steht immer
liegen zum Panzer hinter der Mauer. Das haben sie jetzt immer noch nicht bemerkt. Ah, nein! Das ist gar nicht Apo. Da steht anderer. Apo kommt hier von B. Rum, jetzt geht's push wahrscheinlich noch von Alang noch rum. Überrichten wir direkt nach hinten. Jetzt zieht aber mal sehr, du schießt im Rücken rein. Oder durch die Wand. Schade. Also da war Sisso auf verlorenem Posten. Was macht Marcellus denn da? Ja, aber man merkt schon, BLN wird nicht ganz unvorbereitet ins Match gegangen sein. Oh, was macht Owner denn da? Da hätte er den Freerush grandios auf. Holt sich den vierten und den fünften. Das war ja wohl zu grandios. Hier. Hat sich viel geholt und jetzt den fünften. Da riecht schon vorgelegt, das war das GG. Können wir rausgehen. Schade. Ich dachte, Aquiana fängt sich jetzt nochmal auf. Auf Invasion. War leider nicht so. Also, alles in allem... Kann man jetzt wieder viel spekulieren, was wäre, wenn... Natürlich, was wäre, wenn... Aber es waren viele verschiedene Runden dabei. Vor allem dieses 1 gegen 5 von Sabona. Aber auf beiden Seiten. Natürlich auf beiden Seiten. Aber BLN meistens in solchen Situationen mit mehr Glück. Als Verstand? Nein, ich würde nicht sagen, als Verstand. Es war schon intelligent gespielt teilweise, aber dann war halt einfach dieser Luck-Moment noch da, wo sie dann noch im richtigen Moment auf die richtige Seite geaimt haben. Diese 50-50-Chance kommt da vorne, kommt da hinten. Na gut, du weißt ja. Skill setzt sich zu 60% aus Können und zu 40% aus Luck zusammen. Tja. Tja, schade für Aquiana. Das ist dann jetzt, glaube ich, auch nicht mehr der zweite Platz mehr im Ladder. Da ist jetzt BLN vorbei. Das sind jetzt ungefähr 20 Punkte, die da den Besitzer wechseln. Da dürfte BLN jetzt vorbei sein an Aquianern und dürfte jetzt auf dem zweiten Platz hinter Be Quiet im Ladder festsetzen. Mhm, da können sie bleiben. Das war jetzt dann, ich glaube, Win Nummer 19 in Folge, bis jetzt noch ungeschlagen. Da müsste jetzt langsam mal Be Quiet kommen, aber man will ja nichts hier vorhersagen. Ach ja. Naja, auf jeden Fall. Ganz langsam. An alle, die jetzt noch bis jetzt dabei sind, danke fürs Zuschauen. Danke an BLN Aquiana für das Match. In diesem Sinne. Tschüss.